Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es darum, wie man sein eigenes Logo auf ein Brettchen oder auf Lederding oder sonst wie aufbringt. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr einen Partyraum habt oder so, dann habt ihr schon einen Namen dafür, weil man sagt ja nicht, ich gehe in den Partyraum. Man sagt ja zum Beispiel, das Ding heißt Frühbeet, weil es halt durch die Doppelstegplatten ein bisschen aussieht wie ein Frühbeet und weil halt Frühkölsch eins meiner Lieblingsbiere ist. Deshalb habe ich auch eine ähnliche Schrift gewählt. Also wenn man einen Namen hat und eine Schrift, dann sollte man sich da möglichst früh drauf festlegen, meiner Meinung nach, weil dann kann man sich damit Sachen machen lassen. Man kann es auf Feuerzeuge drucken lassen, wie gesagt, man kann es als Branding machen, man kann es in Hocker einfräsen, als Intarsien machen. Naja, heute geht es halt um den Warnstempel. Den könnt ihr, also ihr müsst einfach nur die Datei nehmen, die ihr sowieso als Namen habt, invertieren, also umdrehen, auf spiegelverkehrt und in ein Stück Alu fräsen. Falls ihr das nicht selber könnt, könnt ihr das irgendwo machen lassen. Es gibt jede Menge bei normalen Internetplattformen, wo man was kaufen kann, kann man das eingeben, Stempel, Brandstempel oder so machen lassen. Meine Empfehlung ist, ziemlich genau diese Größe ungefähr, also wie ein Finger. Das passt dann schön auf Würfelbecher oder sieht auch auf dem Brettchen noch cool aus, wenn was drauf liegt. Wenn du jetzt so ein riesen Logo da drauf machst und da liegt ein Stück Fleisch, dann ist das halb verdeckt, das sieht scheiße aus, finde ich. Gut. Ich habe das hier halt mit so einer, habe in den Aluklotz hinten Gewinde reingeschnitten, als Sackloch und eine Gewindestange reingemacht und hier so einen alten Pfeilenheft dran, damit ich damit stempeln kann. So. Das funktioniert auch ganz einfach. Man geht hin. Ich habe hier diese Räucherbrettchen für den Grill heute gekauft. Dann wollte ich es damit nochmal zeigen. So, ich nehme mal ein Stück Holz hier zum Testen vorher, dass der Stempel warm genug ist. Und hier, um den Abstand zu halten. Da muss man eigentlich nur feste drauf drücken. Jetzt ist das Tee versaut. So. Dann kann man das schöner drauf sehen. Ich mache jetzt das andere Brettchen auch noch direkt. Seht, ob der noch heiß genug ist. Ja, wunderbar. Das war's dann auch schon. So, das sind Brettchen, die kommen mit in den Grill rein. Da kommt ein Fisch draufgelegt und so. Das wollte ich demnächst mal ausprobieren. Aber ich denke mal, das sieht dann schon, wenn einer dabei ist oder so, als Gast. Man darf ja nicht mehr so viele Gäste haben in der Corona-Zeit. Dann kann man das schön, sieht das wenigstens noch was aus. Also ich finde, es lohnt sich, so einen Stempel sich zu machen, zu kaufen, zu besorgen. Denn so kann man schnell seine Sachen schön verzieren und bezahlt halt nur einmal Geld dafür. Schnell gemacht ist es auch. In diesem Sinne, liebe Grillfreunde, bis zum nächsten Mal. Tschö.